Two and a Half Men ist aus der Sitcom-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Wir verraten euch 9 kuriose Fakten über den bekanntesten Männerhaushalt der Welt. Fakt 1. Two and a Half Men startete im September 2003 in den USA. Insgesamt wird es 12 Staffeln der Sitcom geben. Fakt 2. Haushälterin Bertha sollte eigentlich nur einen Kurzauftritt bekommen. Bei den Zuschauern kam die energische Putzfrau aber so gut an, dass sie zum Hauptcast befördert wurde. Fakt 3. Charlie Sheen wurde 2011 gefeuert, weil er den Produzenten der Show als verseuchte kleine Made beschimpfte. Seine Figur Charlie Haber starb kurze Zeit später den Serientod. Fakt 4. Ashton Kutcher ersetzt Sheen und zeigt sich bei seiner Premiere gleich mehrfach splitterfasernackt. Die Folge brach in den USA alle Zuschauerrekorde der Männer-WG. Fakt 5. Auch der Jack-Darsteller wurde von der Show suspendiert, weil er die Serie als Dreck bezeichnete. Ab Staffel 11 ist Angus T. Jones nicht mehr zu sehen. Fakt 6. Die Stars der Sitcom Ashton Kutcher und John Cryer sind die bestbezahltesten Seriendarsteller in den USA mit 24 Millionen und 21 Millionen Dollar. Fakt 7. Insgesamt hat die Serie schon knapp 400 Stargäste empfangen. Fakt 8. Alle lieben Two and a Half Men. Die Serie wurde bislang mit 4 Emmys und 4 People's Choice Awards ausgezeichnet. Fakt 9. Jede Folge hat einen echt durchgeknallten Titel wie Leck nicht an deiner Haarbürste. Grund dafür ist, dass die Episodennamen Zitate aus der jeweiligen Folge sind. Alles, was ihr über The Big Bang Theory wissen solltet, erfahrt ihr im nächsten Video. Gleich anschauen und unseren Channel abonnieren. Über welche Serie wollt ihr noch mehr wissen? Schreibt's in die Kommentare.